Guten Tag, liebe Leute. Hier ist der Gusor wieder am Start mit Diziax zusammen. Moinsen. Der hat schön seine gesponsorten Sachen gefuttert. Genau, von der Ja. Coro Drogerie Oh Boys. yeah. Richtig easy. Ja, du hast Platz. Also ich gebe dir jetzt die nächsten 10 Sekunden Zeit, einfach nochmal Werbung rauszuhauen. Okay, follow me on Instagram, follow me on Twitter. Okay, nein, jetzt wollen wir es auch nicht übertreiben. Was machst du eigentlich jetzt in dem Video? Mal blöd gefragt, Ja, ich hab's nee, jetzt. nein, die Frage ist komplett berechtigt. Also, ich habe mich so ein bisschen umgestellt vom Queen Walk, den ich ja nun wirklich mega gerne mache, ganz klar, aber halt eben auch ein Ja. bisschen Abwechslung reinbringen möchte, ganz klar. Und habe halt eben gesehen, um im CW anzugreifen, habe ich mir halt gedacht, gut, okay, komm, Only Dragon. Und dann halt eben Luftabwehr mit vier Blitzspells und zwei Erdbeben wegzuballern, kriegt man ja immerhin schon mal zwei Luftabwehren komplett weg. Dann hoffentlich mit der Queen halt noch eine. Und dann habe ich noch Schweine in der CB, dass man eventuell bestenfalls natürlich alle vier Luftabwehren wegkriegt. Und dann halt wirklich mit 11 Drachen alles überrennt. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel 13 Pokis. Ist natürlich echt mega, mega geil. Mega geil. Aber ganz ehrlich, ich mach weiter. Weil ihr seht es halt selber, wenn man halt die 11 Drachen hat, die kosten halt auch richtig viel Elixier. So, wenn ich jetzt gerade eh gar kein Elixier habe und dann noch einen Gegner angreife, der irgendwie 60k Elix hat, naja, den kann ich mir den nächsten Angriff sparen. Deswegen ist das halt leider so die dunkle Seite der Medaille. Wäre das halt eben günstiger, könnte man das halt hier oben richtig schön durchziehen. Jetzt ist Diziax So. wieder Nee, weg. ich bin da. Ich Du warst wieder war bloß, geistig abwesend. ja, ich war kurz geistig abwesend, Hier aber. wieder die Base, was ich dir zuvor gesagt habe. 6 Pokis, aber auch Ja. 100k. Also nicht bei 6 Pokis, echt nicht. Nee. Hätte der jetzt irgendwie mit 30 Pokis da gestanden, hätte ich gesagt, okay, Okay. den nehmen wir gerne. Aber Aber. alles andere lohnt sich da nicht. Ja, ich würde eh nicht zu voreilig sein. Du findest eh noch einen besseren. Na, noch ist es auch halt wirklich so, ich bin halt. Ja, ich bin halt Champ 2. Da geht halt schon noch einiges. Also, da kann man schon noch. Das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, wo man halt gar keine schlechten Gegner mehr findet. Ja, nein, so. Naja, das kommt mit Town Hall 9, das kommt wahrscheinlich erst so in Titan oder so. Ja, wobei halt Cody wirklich auch gesagt hat, der hat sich ja wirklich in Titan hochgekämpft und sagte halt eben auch: Oh, nee, total hart, total hart. Und dann war er auf einmal in Titan und dann so einmal, oh, hier geht's ja ganz, ich sag mal nicht easy, aber Ne. doch ganz locker flockig weiter. Okay. Und das ist natürlich dann echt schon krass. Und hier jetzt auch eben mal den Unterschied. Gerade waren es 3 Pokis, jetzt immerhin schon 5. Also es ist schon mal fast das Doppelte. Also von daher so eine komplett Low-Poki-Gegner, die klicke ich dann halt wirklich weg. Hier so Okay. 23 wäre halt nice, aber dann hätte halt eben auch mehr Loot da sein müssen. Hier, das ist schon vom Loot her okay, aber die Base ist jetzt für mich nicht wirklich knackbar. Ja, bei mir hängt es gerade ein bisschen nach. 4 Pokémon, ja, das ist nix. Also Loot ist jetzt momentan echt so, Das war halt das Geile am Queen Walk, da musste man sich halt echt ums Dunkle keine Sorgen machen. Hier erstmal schön alle 3 Minenwerfer, nur den einen nicht mehr. Schön im Upgrade zu laufen, läuft bei ihm. Richtig easy. Man könnte jetzt gucken. Guck mal, die Jo. Infernos stehen hier. Ja. Ich könnte sozusagen den Bereich ja Komplett wegräumen. Ja. wegräumen, aber ah, ich Der Loot meine, ist halt schon nicht schlecht. Loot Und ist echt 26 geil. Da hast du Poker. schon recht. Komm, Pokis. probieren wir es mal, wa? Probieren wir es Hau mal. raus, hau raus. Zumal die Infernos, Expos, die sind auch Ground auf only, ja. unten, genau. 1, 2, 1, 2. Und wenn wir jetzt Glück haben, ich weiß es nicht, ob wir Glück haben, aber gucken wir mal. Hier hauen wir mal die CB raus mit den Schweinchen und die Queen droppen wir auch hier. Und von hier gehen wir mal ganz easy in die Base rein. Ich hoffe mal, dass wir da einen Eingang finden, sage ich mal. Ja. Mal schauen. Ja, gut, du hast jetzt halt erstmal im ersten Sinne erstmal keine Luftabwehr in meinem Weg. Genau, also am Anfang zumindest nicht ganz genau. Jetzt probiere ich hier, guck mal hier, schon mal den Magierturm nochmal weggesplasht.
Passt auf. Guck mal, 35% schon. Jetzt wird die Luft. Oh nee. Ah, noch nicht ganz. Schade. Ich hatte auch gedacht, oh, jetzt wird die Luftabwehr von der Queen getackelt. Leider nicht der Fall gewesen. Mist. So, jetzt geht hier aber schon mal lootmäßig ein bisschen was. 40%, das sollte passen. 41. Wir haben noch relativ viele Drachen. Naja, aber jetzt kommen sie halt zum harten Kern. Muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, wir haben ja uns zuvor auch drüber unterhalten, haben eben gesehen, der ist auf Single, der könnte natürlich richtig splashen, aber der halt mal lossplasht. Wir haben 50%. Nice. Mit dem Town Hall wird's schwer, glaube ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, wir haben eben unsere 50% gemacht und ich habe... Jonathan schreibt gerade, er ist in einer Stunde da. Zuvor zwei oder drei Stunden geschrieben. Ja, genau, richtig. Stunden, ja. Aber ist mal wieder und easy. Jetzt guck mal, jetzt kann man sagen... Wir haben über 300k, also ja, 300 irgendwas, was weiß ich, ich kann jetzt gerade nicht rechnen. 350, richtig? Genau, 350k im Alex-Bereich. Und dann kann man sagen, gut, okay, das hebt sich ungefähr auf. Aber viel weniger kann man halt nicht machen. Wenn man da jetzt zum Beispiel einen Angriff verkackt, beim Queen Walk stört mich das nicht. Wenn ich den Angriff halt verkackt habe, dann ist es halt so und fertig. Ja. Aber wenn ich hier den Angriff ja ins Klo gesetzt habe, dann sitze ich da und habe halt eben keine Truppen mehr. Keine Truppen. Und dann jetzt ist es ja schon wieder eng mit dem Alex. Ja, aber geht noch, genau richtig. Aber da hast du schon recht. So, jetzt machen wir hier ein, ja genau, Schweine und Beben. Ich ziehe denen echt die Hosen aus. Ich will hier jetzt immer schön Schweine und Beben haben. Aber so ist das halt. Aber guck mal hier. Jo. Das konntest du jetzt nicht wissen. Ich habe hier noch schön die Schatzkammer. Nicht voll. Ich mache sie auch noch nicht leer, weil ich halt noch nicht die 3 Millionen habe. Dann hätte ich nämlich gleich wieder eine Mauer geupgradet. Aber das kriegen wir ja auch gleich hin. So, Schweinemage. Ich brauche Verstärkung, ist immer ganz Alter, gut. Alter, seit ungefähr einem halben Jahr macht Guso Mauern. Und Spaß, seit einem halben Jahr, immer wenn er 3 Millionen hat, schubst eine Mauer. Das ist echt, ich könnte das echt nicht mit den Mauern. Aber jetzt mal ohne Witz, warum könntest du das nicht? Das splasht schon rein. Weil, Alter, immer wenn ich 3 Millionen habe, dann bin ich wieder bei null. Ich würde nie, man guckt ja nicht mit den Abwehren weiter. Klar, deine Abwehren sind jetzt schon maxed, aber ich halt bei mir jetzt. Aber guck mal, wenn du halt siehst, klar, wenn man halt durchrechnet, was man in die Mauern reinsteckt, klar ist das megamäßig viel. Aber du bist dann halt der krasseste Boss. Ja, du musst ja sagen, das fickt dich ja später. Kriege ich einen Drachen? Ja, komm, da haben wir mal einen Drachen raus. Auch wenn das Alex jetzt nicht mehr so der Knüller ist bei mir. Aber da komm, für einen Clan wird natürlich ein Drachen gerne mal gespendet. Aber wie du halt sagst, schon wieder bei 66k. Denn der nächste Drache kostet halt wieder. Hier, guck mal, ihr seht selber hier, da sind wir bei 37k und schon ist wieder alles weg. Ja, du musst halt echt gut holen bei den Angriffen. Das ist richtig. Du musst halt wirklich nicht nur gucken, oh, wie sieht's mit dem Pokis aus, sondern hat der halt schon, ich sag mal, mindestens 200k auf jeden Fall, die ich auch bekomme. Weil du weißt selber, es bringt dir nichts. Ich hatte jetzt vorgestern, glaube ich, da habe ich für ein CW probiert zu üben. Und ich hatte zweimal einen Gegner mit 1,5 Millionen Loot plus Bonus. Okay. Und dachte mir dann auch, also es waren irgendwie 700k Gold bei dem einen und ich dachte mir, ey, auch wenn du den jetzt nicht freestarst, es ist halt nur ein Town Hall 10er, den ich eh nicht freestaren kann, aber ganz ehrlich, der Loot war so barbarisch und da habe ich halt eben auch irgendwie 500k vom Gold bekommen und dann sagst du halt eben auch, gut, okay, scheiß auf den Freestar. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe auch den Angriff gewonnen immerhin, also von daher war das jetzt gar nicht so fail, aber das musste dann einfach sein. Also da ist man dann, ab welchem Wert wird's für dich so, dass du sagst, okay, jetzt werde ich hier gierig, jetzt muss ich wirklich sagen, scheiß drauf auf die Pokis. Wie sieht's bei dir aus? 350.000, 360.000 würde ich ungefähr sagen. Also würde ich jetzt persönlich so. Nee, das ist wirklich schon so, wo du sagst, oh ja, jetzt habt ihr mich. Jetzt habt ihr mich definitiv, auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, ob ich hier schön, da gucken wir aber auch gleich nochmal rein. Aber ob ich hier schon mal schön... Ja, so läuft's. Einwandfrei. 5 Schweine, ein Beben, Einwand, Tutti. Bei meiner Mutter. Jetzt mal die Frage, wurdest du jetzt langsam schon mal angegriffen? Ich guck mal bei dir selber rein. Nee. Deine Base. Seit einer halben Stunde. Guckt euch das bitte mal an. Er hat diese Base. Er ist momentan halt kein Schild, kein Schutz, gar nichts. Und er ist offline.
Und es passiert nichts. Er wird nicht angegriffen. Und er ist immerhin in Meister 1. Wo ich mir echt sage, WTF? Ja, ich verstehe es ja nicht. Also ich kann es mir halt einfach sagen, das Spiel irgendwie, ich bin inaktiv, genau, und ganz genau, dass das Suche freigegeben. Ganz genau, oder? Ich kann es mir auch wirklich nicht anders vorstellen, dass du halt wirklich. Ich lade mal jeder, kurz meine Abwehranlagen auf. Komm. Ah, okay. Denkst du, es gibt wieder einen Glitch? Ganz genau. Nee, ja, also es ist halt nicht erklärbar. Halt nicht. Also guckt euch das mal an, wirklich, wenn ihr diese Base seht. Ganz ehrlich, egal wer in welcher Liga und was auch immer. Es ist ja nicht mal irgendwie eine Trollbase oder wie auch immer. Jeder würde diese. Hier, guckt euch diesen Loot an, bitte, ja? Bitte, hier, gebt es euch. Und es ist alles voll und Thumbnail keiner greift geklärt, an. Erklärt, würde ich sagen, Guso. Also, das ist schon richtig, richtig krass. Jetzt gucken wir mal, wie weit die Dragos sind. Ich mute mich mal kurz, weil bei mir wird irgendwie gerade unten gesaugt. Ich möchte jetzt hier auch euch nicht belästigen. Kein Problem, nee, wir sind eh mit dem Video soweit fertig. Das war's dann erstmal. Ja, wir sind ja soweit erstmal durch. Wie gesagt, gucken wir mal, wie der Dizzyax dann eine auf die Mütze bekommt. Das will ich dann natürlich auch noch sehen. Und das war's erstmal für den Drachenangriff. Wie gesagt, die werdet ihr jetzt ein paar Mal sehen. Und dann aber auch wieder im Gegenzug natürlich Queen Walk, weil ich halt das Elixier brauche. Das war's von mir und ihr haut rein. Ciao, ciao.